Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hier irgendwo und nirgendwo gibt es ein verlassenes Wohnhaus und das gucken wir uns gemeinsam an. Also viel, viel Spaß. So, dann wollen wir mal losgehen. Das kleine, aber feine Objekt der Begierde. Hier ein kleines Wohnhaus mit, wie ihr seht, vollständiger Einrichtung. Und das ist echt toll. Richtiges Klavier. Und ja, viele, viele persönliche Gegenstände noch zu sehen. Schon sehr interessant. Wahrscheinlich nicht mehr eine großen Werte, aber allgemein ist es schon selten, noch mal solche Objekte zu sehen, die so gut eingerichtet sind wie dieses hier. Ein ziemlich alter Stil, aber kann man sich anschauen. Und hier ist noch so eine, ja, Küche oder was das auch immer ist. Ja, das ist eine Küche. Seht ihr? Krass. Ja, uns wurde gesagt von den Nachbarn, das Gebäude soll schon so gut 2, 3 Jahre leer stehen. Also verlassen sein, weil die Dame, die hier mal drin gewohnt hat, die ist stark erkrankt. Dementsprechend steht das ja alles so, jetzt wie es hier steht. Ich werde auch ganz bewusst das Video erst dann hochladen, wahrscheinlich, wenn das Objekt abgerissen worden ist, denn ich habe schon die Information bekommen, dass das Haus jetzt zeitnah abgerissen werden soll und dementsprechend macht das auch keinen Sinn, hier das Objekt zu suchen, denn das wird abgerissen. Die Tür stand offen und hier ist so ein komisches Badezimmer, ein blaues Waschbecken und eine Dusche, aber Teppichboden. Auch komisch. Naja, gibt es da noch Sachen drin? Kann man gucken. Ja, so, Bügeleisen. Hier hat mal jemand gebügelt. Aber ja, gut. Wir machen uns mal die Mühe und gehen mal kurz in den Keller. Auch wenn ich da Hoffnung habe, dass da gar nicht so viel Keller ist. Okay, ja, so ein ziemlich uriger Keller. Mal gucken, ob man dennoch mal hier ist. Ja, sehr niedrige Decken, die Heizung gibt es hier noch. Ja, das ist klar, ne? Das gibt es ja überall. Krass. Naja, gucken wir mal, wie es dann weiter aussieht. Hier gibt es auch einen Wäschekeller. Da, das riecht hier aber. Und man sieht hier, das ganze Haus ist abgesackt. Tja. Ganz schön schimmelig. Was ist das für ein Gang? Das sind wir da hier. Ach. Das ist interessant. Was ist das denn für eine Bude hier? Hier geht es ja noch weiter. Okay. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen. Hier ist ganz viel Schimmel. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen. Kurz eben. Und hier, wo ich hier bin. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, das war's mit dem Keller, aber hier ist noch eine Küche. Hier ist noch eine Küche. Okay. Und da ist noch ein Wohnzimmer. Interessant. Ich weiß halt nicht. Das ist alles voller Schimmel, da gehen wir es auch nicht weiter. Mit ganz vielen Bildern hier. Okay, ist interessant. Und da ist auch noch. Was ist denn da? Lichtschalter? Ich versuche jetzt mal raus. Wenn nicht geht.
Ne. Weil der Herd. Der Herd ist noch Saft drauf. Der würde noch gehen, aber das Licht geht ja nicht mehr. Ist ja urig. Ich gehe mal davon aus, dass es hier einen Wasserschaden gegeben hat. Und dass das deshalb so aussieht, wie es hier aussieht. Naja, dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir nach oben. Ich gucke mal, was da so los ist. So, dann gehen wir mal nach oben gucken. Also, es gibt hier mehrere Etagen anscheinend. Ah, okay. Die Etage des Plumpsklos. Wow, das riecht ja toll. Ja, hier ist alles Wasser. Der Fußboden ist durchtränkt. Wasser. Oh, schön. Guck mal hier. Ein Kinderzimmer. Das ist ja schön. Krass. Ja, das ist toll. Da macht Lost Place wieder Spaß. Und eine alte Gitarre. Schön. Cool. Und hier ist ein altes, uriges Schlafzimmer. Nicht mehr so viel drin, aber haben wohl die Erben schon die wichtigsten Sachen da rausgenommen. Und hier war wohl mal ein Gästezimmer vielleicht. Auch schön. Cool. Schön. Da sind wieder Bilder der Familie. Schön, schön. Kann man sich angucken. Geht denn hier irgendwie zum Dachboden? Ob man das macht, ist eine andere Frage, ne? Aber wir machen nochmal. Gucken mal von hier. Ja, ist aber. Wie Sie sehen, sehen Sie nur Staub und Dreck. Also, ja, kann man sich angucken. War doch mal nett. Meine Damen und Herren, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein mit diesem kleinen Waffen Lost Place Abenteuer. Hier in diesem verlassenen Wohnhaus. Vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Lost Place. So, für euch ist es jetzt Zeit abzuschalten. Bis demnächst. Ciao und tschüss.